Sash. Fearless of the light, Rick Moranis blew up the kid, now he doing damage. You ought to know, like my name's Atlanta. Say on me, take a seat, young Christopher Hansen. Back to the road auf meinem Kanal, liebe Freunde, begrüße ich euch recht herzlich zurück zum neuen Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ihr habt gesehen, letzte Folge haben wir mal eine Höhle gesäubert, eine Wolfshöhle, wo ich der Fan da bin von sinnlosen Tiertöten. Hat einen Zweck gedient, aber okay, normal hätte ich es irgendwie geschafft, die zu verscheuchen, hätte ich es natürlich gemacht, aber die haben mich wirklich attackiert, deshalb ging es leider nicht anders. So, wir sind auf dem Weg zum Jacob. Ob wir den jetzt auf die Schnelle finden, wird sich herausstellen. Da ich gerne am Klettern bin, gebe ich mein Bestes. Okay, aber das Spiel basiert halt auch darauf, Tiere zu häuten, etc. Deshalb gehen wir diesem Spiellauf nach. Kurzer kleiner Spoiler für ein anderes Spiel, wer es nicht gespielt hat. Until Dawn. In dem Spiel geht es auf jeden Fall definitiv nicht darum, Tiere zu töten. So. Hier ist was Furchtbares passiert. Wer weiß, vielleicht haben sie ja den Tod verdient, man weiß es nicht. Hin und wieder könnte man davon ausgehen, dass sie den Tod verdient haben. Neues Basislager entdeckt. Wo ist ein Feuerchen? Da. Perfekt. Ich glaube, unsere Waffe können wir upgraden. Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war, er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ich sage mir, dass ich noch klein war, ich es nicht verstehen konnte. Aber ich habe ihn verloren. Und jetzt fühle ich mich ihm mehr verbunden als damals, als er noch am Leben war. So weit ist er nie gekommen, aber er ist bei mir. Die göttliche Quelle ist hier und ich werde sie finden. Er wusste, dass sie den Begriff der menschlichen Seele ändern kann, dass sie die Welt verändern kann. Aber er ist tot. Und außer mir weiß niemand mehr, dass er recht hatte. Tja. Es ist meistens so, wenn einem was fehlt, weiß man erst leider zu schätzen, wie wertvoll es einem ist. Ist leider oft so. Kann man nichts dran ändern, aber okay. Moonlight entdeckt, Karte aktualisiert, das hier ist an sein. Okay, Seilzug. Nutzen Sie den Bogen um. Nein, ich Idiot. Lara aka der Hulk ist back. Lara, geht's Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Also, an die, die es vielleicht kennen, das Spiel The Last of Us. Der Kerl hat mich an die Stimme von dem Joel erinnert. Wer es auch der Meinung ist, post mal bitte in den Kommentar. Ich möchte es gerne vorlesen. Freiheitsstation, Lagebericht, 25. Juli 1970. Genossen. Dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer ehemaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Ist es vielleicht das Artefakt? Weiß man nicht. Aber es ist schon mal ein guter Hinweis. Der kyrillische Zeichen, die ich aber nicht entziffern kann. Hier haben wir was zum Ablenken. Das nehmen wir einfach mal mit, sicherheitshalber. Sobald der Lara anfängt zu sneaken, beziehungsweise in Schleichmodus zu gehen, wissen wir ganz genau, alles klar, hier ist ein Gegner oder ein Wolf oder ein anderes Raubtier in der Nähe. Aber solange sie aufrecht läuft. Das ist ein cooles Future, muss ich sagen. Mir gefällt das. Optionale Herausforderung. Finden Sie einen nahegelegenen Eingang. Von Sprengladung. Gut. Wie viele Sprengladungen habe ich einstecken? Gar keine.
Ich wüsste aber, wie ich eine bastle, indem ich so eine komische Dose finde. Wenn ich so eine Dose finde, habe ich eine Sprengladung. Erz habe ich. Ich würde sie gerne wegsprengen. Irgendwas klappert hier. Okay, das ist das Fenster da oben. So, den Weg haben wir schon mal freigemacht. Waren wir hier unten oder waren wir nicht hier unten? Ein Feuerlöscher da dran. Kann man den nehmen? Nee, ne? In dem Haus waren wir drin. Komm, lass sie hoch. Jawohl. Ja, jetzt finde ich aber auf einmal nicht so einen Kanister. Ja, was heißt Kanister? So eine Dose. Ich nenne das ja auch eher Dose. So eine Dose bräuchte man dringend. Und da oben ist auch wettische Zeichen. Ist er hingekriegt? Ich dachte, sah erst aus, als würde es von der Sonne reflektiert. Boah. Den Quicktime, das Quicktime-Event hätte ich jetzt fast nicht hinbekommen. Ja, finden Sie den nahegelegenen Eingang. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie? Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewigen Leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Klingt nach einem kleinen Psychopathen. Ein kleiner Psychopathen ist gut, aber ganz sauber in der Birne ist der Kerl auf jeden Fall nicht. Weil sowas finde ich einfach nur krank. Auf einmal kann sie eine Bombe basteln. Und tschüss. So, geschickter lautloser Kill. Auf jeden Fall irgendwas freigeschaltet. Feuerteufel. Ja, auch nicht schlecht. So. Oh, er hat sie entdeckt. Mal schauen, ob wir den irgendwie mal ganz gediegen. Kopftreffer gibt gute EP. Wollte eigentlich einen lautlosen Kill rausmachen. Oh, Leber läuft aufrecht. Alles klar, das heißt. Kann ich das vielleicht freischießen? Okay, kann ich nicht. Dafür brauche ich definitiv einen Schlüssel. Ich kann auf jeden Fall einige Molotow-Cocktails machen. Unten könnte ich das, denke ich mal. Was jetzt? Was ist Erz hier vorne? Was hier liegt? Gott sei Dank lässt sie nicht jedes Mal die Flasche fallen, wenn ich was aufhebe. So, bei den verkohlten Leichen kann ich auf jeden Fall auch was aufheben. Das ist schon mal super. So, kann ich das hier auch betätigen? Nee, ne? Schade. Ah, mit Molotow-Cocktail würde ich mal sagen, hauen wir das mal einfach dahin. Machen wir das so. Easy aus dem Handrücken. Easy. Was andere heißt wegsprengen, nicht wegbrennen. Deshalb mit Molotow-Cocktail wird das Ganze nicht funktionieren. Aber das hier sieht mysteriös aus, Leute.
Das müssen wir. Liebe Community, das müssen wir genau untersuchen. So mystisch, also sieht echt mystisch aus. Also hier habe ich auch Lust entlang zu gehen. Das ist richtig einladend. Mal gucken, ob ich vorher noch irgendwas finde. Nichts. Da ist eine leere Schippe drin. Oh, nochmal eine Truhe. Lass da bitte irgendwas Sinnvolles drin sein. Pistole freigeschaltet. Kehren Sie zum Basislager zurück. Das haben wir natürlich jetzt nicht vor, zum Basislager zurückzukehren, sondern wir erforschen erstmal dieses Mysterium. Geht noch. Naja, größtenteils. Halbwegs. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Uran klingt gut, weil dann erklärt sich auch das grüne Licht am Anfang. Mysterium gelöst. Toll. Mein Gott. Gut. Die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Ich bin eher so der Pfeil- und Bogen-Typ bei sowas. So, wir klettern. Wir gehen einfach mal in eine Uranmine rein. Warum auch nicht? So, da heißt es. Seilrutsche. Aber das ist ja auch, glaube ich, die Mine, wo wir sowieso rein müssen. Irgendwas ist schon wieder voll. Das ist natürlich ganz geil. Wir sollten uns auch darauf fixieren, dass wir unsere Tasche vergrößern. Da können wir die Sachen, denke ich mal, auch ein bisschen besser craften. Wir haben jetzt von irgendwas ist wieder voll und ich weiß auch nicht von was. Gott sei Dank nimmt sie Knicklicht. Ja, links oder rechts lang gehen. Gut, da hinten hat was geleuchtet. Da gehen wir lang. Ich werde oft von funkelnden Sachen gerne angezogen. Ja, das finde ich super, sowas gefunden zu haben. Ihr wisst gar nicht, was für einen Spaß das Spiel einfach macht. Und das auch zu Let's Playen für euch, das ist einfach der Hammer, ehrlich. Das, was es macht, einfach richtig Laune, mich jedes Mal hinzusetzen, das Spiel zu spielen. Ich bin immer gespannt, weil jedes Mal, wenn ich hier eine Folge aufnehme, beziehungsweise wenn ich eine Aufnahmesession mache, was passiert jetzt wirklich selber? Ich bin... Einige Theorien natürlich auch immer mal aufstellen, würde ich am liebsten auch hier beim Let's Play sagen, aber wenn ich jetzt mit den Theorien hier anfange, Leute, dann beginnt quasi nur eine Let's Play-Folge mal außer nur von den Theorien. Ich frage mich natürlich, warum Anna das Ganze macht mit Trinity, warum ihr Vater sich jetzt erschossen hat, okay, warum Lara jetzt das Artefakt sucht, wissen wir natürlich, ist ja ganz klar. Jetzt bräuchten wir aber... Okay, hier sind ganz viele Flaschen. Falls mal daneben wirft. Das bisschen Tuch wegzumachen war natürlich jetzt... Brauchte man einen Molotow-Cocktail für. Ist ganz klar. Kennt jeder. Okay. Gleich wieder X drücken? Nein. Der hat uns, glaube ich, wieder fast zum Anfang. Wir gehen tiefer in die Mine. Da hätten wir zwar auch hochgekommen. Da möchte ich aber nicht hoch. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Das müssen wir uns definitiv ansehen. Ich hoffe, ich kann unseren Bogen mal so richtig schön modifizieren. Weil ich bin echt der Typ, der das gerne mit den lautlosen Kills macht. Deshalb habe ich das... Wow! Das war jetzt knapp.
Auch mit den Kopftreffern oder lautloser Kill, dass man da doppelt EP kriegt, finde ich nämlich ziemlich nice. Gefällt mir persönlich besser. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Welche Insignien? Ich sehe sie gerade nicht. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Okay. Es hat auch gerade vibriert, deshalb habe ich den Controller mal dann so gelassen. Aber ich sehe kein Insignien. Community, ihr seht bestimmt Insignien. Ja, egal. Wir nehmen uns wieder eine Flasche mit. Okay. Theoretisch gesehen, wenn ich jetzt da durchwerfe, müsste es ausgehen. Richtig. Wo wird sie nass? Wenn ich jetzt hier drunter stehe, geht es auch sofort wieder aus. Perfekt. Das heißt, wir müssen das Wasser abdrehen. Mal was etwas... Ich hoffe, es ist kniffliger und nicht so simpel. Wenn es was ganz easyes ist, wo man hier einfach das Wasser abdreht. Naja. Wenn es das ist, was ich jetzt denke, das ist ziemlich dumm. Oh, da war doch keine Erhöhung. Ich könnte schwören, ich habe da eine Erhöhung gesehen. Okay. Ist doch mal was ein bisschen Schwierigeres. Das wäre das Wasser zum Abdrehen. Nein, 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 nein. Hey, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Zweimal geschoben. Läuft. Wenn man das irgendwie lösen könnte, richtig lösen, würde es in der Mitte nicht runtersprudeln. Das heißt zum Beispiel, wenn die Rohre hier runtergehen, würde das Wasser einfach nur runterfließen. Ah, ich habe eine andere Idee. Leicht simpel war das jetzt aber auch schon, ne? Was immer sie gefunden haben, was muss da drin sein? Das stimmt, die rote Mine. Mach mal einen Abstecher nach hier links. Jemand hat Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, da sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht, das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kamen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hägen und Äxte. Sehr bald werden wir die, deren Kraft noch reicht, sie erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unseren Gestern und... unser Heute auslöschen. Waffen. So. Guck mal, hier ist ein Rucksack. Okay, das klingt nicht gut mit dem Erz. Ich bräuchte eigentlich mal so eine Maske. Hier lag doch eine, oder? Okay, nicht gut, nicht gut, nicht gut.
Weil ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass sie das ewig aushält. So, den habe ich mal erhöht, der Jägerköcher auf jeden Fall. Upgrade der Füger für den Boden. Bogen. Schussfrequenz. Was ist es denn? So, kann ich noch irgendwas? Nee, ne? Doch, Fähigkeiten. Wir holen uns auch noch eine. Ich denke mal, ich nehme noch... Kämpfer möchte ich eigentlich eher weniger. Tödliche Präzision. Das finde ich in Ordnung. Das ist nochmal so lautlos... Habe ich ja schon erwähnt gehabt, finde ich viel, viel besser. Die kleinen Quicktime-Events sind ziemlich, ziemlich niedlich. Was heißt niedlich? Ziemlich nice, würde ich so mal sagen. Mal kurz fallen lassen, das ist ja klar. Und wieder schnell gedroppt. Okay, hier vorne liegen auch Flaschen. Ich gehe von mich aus, dass wir eine brauchen. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Ja, ziemlich toll. Wozu brauchen wir jetzt eine Bombe? Ich glaube nicht, dass wir eine brauchen. Da ist es. Ich muss einen Weg hineinfinden. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir als Schachtenende kamen, griff das Schicksal ein. Ein Lesefehler vor der Ruin. Wir fanden eine Kammer, bei einem Abschuss halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärkten unsere Bemühungen. Und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen. Das ist auch mal tolle Tagesberichte von den Minenarbeitern. Ziemlich geldgeil, ne? Oder beziehungsweise, ja, oder artefaktgeil. Hat der, waren der Archäologen den auch nicht beraubt, sondern würde ich mal sagen, erreicht? So, was kann ich hier befeuern und was nicht? Okay, hier vorne kann ich auf jeden Fall drauf. Da kann ich gegen schwingen. Aber was bringt mir das dagegen zu schwingen? Brauchst du mal nicht? Ich schwinge mal. Ah. Nein, was machst du denn da? Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber es funktioniert, egal was es ist. So,
So, warum kann ich jetzt hier hoch? Was bringt mir das? Gar nichts. Was bringt mir das? Alles klar. Kleinen Parcours laufen wir. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Sehr cool, wenn du Licht machen würdest, Lara. Weil ich sehe nicht gerade. Viel sehe ich gerade nicht. Wow. Dafür bin ich nach hinten gelaufen. Boah. Meint ihr, wir schaffen das? Da runterspringen. Ich will das Seil rutschen, ne? So, liebe Freunde, wir sind schon wieder am Ende der nächsten Folge. Ich würde mal sagen, ob wir das jetzt da schaffen oder nicht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Es wird spannender. Wir graben uns immer weiter in der Mine vor. Ich hoffe, wir finden mal eine Maske oder sowas. Ich denke mal, es wird nicht gerade ungiftig irgendwann in der Mitte. Wer weiß, vielleicht brauchen wir auch gar keine Maske. Die ja, Informationen, die wir jedes Mal finden, die sind so... Ja, ich weiß ja auch nicht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das sind immer so... Ja, man liest die Gier heraus bei manchen, was sie da so schreiben. Deshalb, wir erfahren es in der nächsten Folge. Kommentieren, bewerten nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Macht es gut.